Monday the Trimax hier. Fortnite Champion Series im Solo startet wieder. Lange haben wir drauf gewartet. Preisgelder sind auch wieder ganz nice. Wir sind jetzt hier in der allerersten Runde. Es wird über Wochen hinweg gehen, aber dieses Event ist jetzt Samstag und Sonntag. Ja, und hier kriegt der erste Platz schon. Ich glaube, nur die besten 300 Spieler qualifizieren sich. Aber der erste Platz bekommt hier schon direkt $15.000. Dann sind wir in Woche 2. Wenn du da krass spielst, qualifizierst du dich fürs große Finale. Aber auch schon in Woche 2, nächstes Wochenende dann, kriegst du $50.000 auf dem ersten Platz. Und fürs ganz große Finale kriegst du dann $120.000 auf Platz 1. Also sehr, sehr viele Preisgelder. Wir schauen gerade Aqua zu. Die Lobby ist schon ultra stacked. Es wurden irgendwie nur Leute eingeladen, die sowieso sehr krass waren. Okay, den bekommt Aqua, geil. Wer hier alles schon in der Runde drin ist, ganz crazy. Das heißt, wir werden jetzt, obwohl das die allererste Stage von dem Ganzen ist, aufgrund dessen, dass viele Leute einfach eingeladen wurden, von den vergangenen Leistungen her, werden wir heute schon richtig geiles Game. Alter, Aqua, oh Gott, was ist das denn? Das kann ja wieder schon sehr, sehr gut schmecken. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und wir werden selber auch wieder Fortnite zocken. Wir werden selber Kill dich reich machen. Wir werden selber Solo vs. Squad Turniere organisieren und so weiter. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, sehr nice wäre das, wenn ihr dort den Trader Code Trimax nutzen könntet. Es kommen auch noch in Zukunft zwei eigene 5.000 € Preisgeld-Turniere. Nur mit deutschsprachigen Pros oder auch die einen oder anderen internationalen, den wir gerne dabei haben wollen. Genau, das steht uns noch bevor. Wir können mal ganz kurz gucken hier, wer alles mit dabei ist, weil das ist gar nicht so verkehrt. Schinken ist dabei, Aqua, Wolfies, Letchi war eben dabei, ich dachte, der ist schon down gegangen. Stompy. Ganz geil gemacht. Noch ein Hit, stark. Jetzt setzt er den Gegner unter Druck. Ah, das war schon wieder. Da geht kein Hit rein, das ist natürlich scheiße. Jetzt haben die ganz. Oh mein Gott, 6 HP. 6 HP, tot. Da kommt noch einer ab, Alter. Swag staubt ab. Oh Mann, das war doch scheiße. Einer der besten Controller-Spieler der Welt. 29 Punkte. What? Was war das? Ah, ist immer so schnell die Waffe wechseln. Klingt das so, ne? 4 Fische hat er. Er bleibt noch kurz außerhalb. Kann er sich auf jeden Fall noch leisten. Hier sind gerade extrem viele Leute down gegangen. 5 Kills, sehr stark. 35 Punkte. What the fuck, Mann? Ja, Gambit 2 mit der Unique Tommy im Highground. 3 Spiele noch am Leben. Eine Rakete hat er noch. 380 Mets. Die fighten da gegenseitig. Das muss er gewinnen. Das muss er gewinnen. Oh, nicht, dass der andere sich hier vorbei sieht. Hat er selber. Wer hat da gebaut? Hat er gebaut oder, Thomas HD aus dem Highground? Oh mein Gott, er stirbt! Double Kill, Thomas HD! Die macht, glaube ich, ein bisschen mehr Damage und die schießt einen Ticken schneller. Und die Kombination aus den beiden ist halt ganz krank. Zieht ihr jetzt hier einfach durch im Highground? Mobile Spieler, seid ihr sicher? Oh, könnt ihr gefährden? Nee, wunderbar. Wunderbar aus der Luft abgefangen. Sau stark. Was macht der da hinten? Alles rein. Digga, der hat ja noch gut rasiert, ne? 6 Kills? Dritte Runde. Dritte Runde Endzone. Können danach direkt in die Vierte gehen. Dass gleich nicht alles in der Lobby drin ist. 30 HP. Die Waffe ist aber auch ultra selten, ne? Die goldene. Die goldene halbautomatische. So. Vielleicht geht das. So laut. Oh, das Aim hat er. Zebra geht da down. Digga, das ist gut. Keine Materialien. 4 Kills auf jeden Fall nice, aber ohne Materialien in so einer Phase. What? Digga, noch gut den Kill mitgenommen. Letztes 1 gegen 1. Und der ist tot. So einfach. Manchmal kann es so einfach sein. So. Wir sind in der 4. Runde. Oh, Wave Taki unter ihm. Kamo gegen Taki. Beides Deutsche. Die Kamo muss ich euch nicht erklären, wisst ihr selber. Der mein ganzer Chat immer voll, das ganze Leben lang. Schau Kamo zu. Sehr low. Da macht er nichts. Die Waffe ist.
ziemlich, ziemlich mächtig, muss ich sagen. Hat er nicht? 87. Oh, nee, ne? Bitte nicht so sterben. Zieh, zieh, zieh. Oh, da ist ein Baum. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ist ganz... Ja, sehr gut. Kann man schon ungefähr... Lol, das war seine Wand. Er ist reingepusht, hat das Ding selber gebaut. Oh. Item holt er dort weg. Ich glaube, jetzt ist er down, ne? Ja, ist er down. Falls es ins Hier aufgehen sollte. Ne, nimmt er dich mit? Nimmt er dich mit? Heavy Sniper behält er. Und Raketenwerfer. Jo, was machst du? Hä? Guter Shot. Oh, beide so low. Der oben gewinnt das ganz doll. Ja, toll. Super, dass du den Fisch nicht mitgenommen hast. Fische braucht man nicht im Late, Leute. Haben wir was draus? Haben wir draus gelernt? Lieber eine Heavy Sniper. Vielleicht macht er jetzt ja noch einen Snipe auf 200 Meter. Ja, 6 HP reicht auch. Braucht man nicht die Heilung. Wofür? Ganz ehrlich, wofür? Das wird so scheiße enden. Das ist. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, dem gönn ich's. Wer nimmt denn der Heavy Sniper lieber über einen Fisch mit? Bisschen toxic? Digga, nee, das kann nicht sein. Da gibt's auch nichts zu diskutieren. Das finde ich, das ist einfach nicht gut gespielt. Der hatte 6 Kills in der Runde. So, rein ins nächste Game. Für manche das 5. Game. Ich glaube, für den einen oder anderen vielleicht auch schon das 6. Game. Schauen Stompy zu. 67 Punkte ist auf jeden Fall solid bis hierhin. Wenn er so weiterspielt, wenn er die Leistung hält, dann ist er wahrscheinlich schon im Finale mit dabei. Ist das wirklich die Taktik? Bisschen gestruggelt, den zu bekommen? Hat er schon Angst, dass er hat eine bessere Waffe? Jetzt muss er einen Kill. Jetzt muss er einen Kill, das wird zu knapp mit den Materialien. Jetzt muss er sich einen Kill holen. Er moved sehr spät. Er moved entweder immer sehr früh oder sehr spät. Oh, fantastisch. Der hat den Boombow. Ist das nicht relevant? Überhaupt nicht. Nein! Hört er mit? Zeit. Oh, Red Rush holt er damit. Gibt's auf, wieder mit von hinten? Oh, der stirbt. Hat er noch was? Oh, nicht, dass das dumm war. Oh, geh mal lieber in die Zone. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber viel zu spannend. Ah, Zone geht zurück. 5 Spieler, Top 5 ist er drin. Oh Gott, 2 HP. Down. Den haben wir jede Runde bisher gesehen, ne? Keine Chance. Okay, aber gut. 10, viele Spieler. Viele deutsche Spieler in den Top 10 gewesen. Schmeckt auf jeden Fall. Geile Runde. Bisschen über der Hälfte. Wer ist Free Mock? Aus welchem Land kommt der? 172 Punkte mit 5 Games? Erster 6 Kills, erster 5 Kills, erster 5 Kills, erst 3. Jedes zweite Game wird der erster? Wer ist Free Mock? Wave Styler, 99 Punkte, schmeckt. Schauen wir hier ins Late Game rein. Die nächste Runde können wir, glaube ich, auch schon schauen. 11 Boyer. War ja mal einer der besten Spieler überhaupt. Lange nichts mehr von ihm gehört. Zu laut. 100er, Alter! Zuerst so schön 100er Hit. Und dann den Rest mit dem Sturmgewehr gemacht. Oh, okay, den kriegt er auch noch. Schön gemacht. Sehr gut sogar. Ah, er hat keine Match. Stimmt, der muss so spielen. Alter, what? Was, wie viele Kills macht denn der? Spielt nur so aggressiv, weil er keine Mets hat? Das war's. Letztes 1 gegen 1. Schafft das auch, Low Road zu gewinnen. Passiert selten, aber ist möglich. Das war geil. Fail vom Gegner, dass er da ein Dach gebaut hat, ne? Ohne Dach hätte er nicht treffen können. Nur weil er ein Dach gesetzt hat. So, es ist jetzt schon nach 9. Letzte Stunde hat begonnen, wo man noch anmelden kann.
von Joa, auch ein deutscher, 7. Game. Das geht aber auch schon wieder ein bisschen. Leider funktioniert das nicht komplett mit den Live-Matches schauen. Das ist, manchmal haben wir, was weiß ich, nur 5 Minuten Delay. Manchmal haben wir 15 Minuten Delay. Ist ein bisschen wack gelöst. Sonst gibt es ja immer nur eine Lobby. Das ist dann immer perfekt. Jetzt gibt es mehrere Lobbys. 20 Spieler. 13 HP. Oh Gott, Sturm direkt hinter ihm. Oh Gott. Was? LOL. Er wäre am Sturm gestorben. Er hätte noch 13. Er wäre am Sturm gestorben. Er one-pumped ihn und lebt deswegen. 33 HP. Das war ja random, Alter. Das haben wir noch nie gesehen. 71 Punkte jetzt. 23 HP. Immer noch Sturm im Nacken. Was? Was war das denn? Das war seine Treppe? Editiert und geschossen zeitgleich? Durch die Treppe. Crazy. Hat ein Heavy, springt rein. Guter Hit! Alter, Wirtungsgelder da! Berge schreibt, Joa ist so der gut. Alter! Auch noch was. Schon wieder durch die Treppe, was ist denn das? Letztes 1 gegen 1. 100 Punkte Marke geknackt. Oh, Leute, geht nach Grappler. 64 HP. Gute Wand. Geht nach Highground. Was für ein Brett. Was? Was ist mit Joa? Der hat seine Punkte verdoppelt. Auch hier geht's langsam zum Ende. 45 Minuten kann man noch zocken. Das ist das 7. Game von Lecce. Er gehört zu den besten Controller-Spielern der Welt. Lol. Ach, wie stark. Wie stark. Der stirbt dann einfach noch. Wie oft wir jetzt schon den Trick mit der Treppe gesehen haben, ne? Und schon wieder. Wieso geht der Spieler mit Absicht, sodass er durch Wände gehen kann? Er geht durch Treppen, er geht durch Böden. Oh, das ist eine ganz böse. R2 Pumpgun. What the fuck? So, der Gegner kommt zu ihm rein. Was? Alter, was für ein Reflex. Ich sag gerade noch die beiden besten Controller-Spieler Deutschlands, Lecce und Camo. Und dann kommt Camo da reingefetzt. Und Lecce mit gottgleichen Reflexen. Oh mein Gott, da muss sich Camo geärgert haben. 70 Punkte, der knackt jetzt auch gleich die 100 Punkte, Marc. Das geht so schnell. Einmal lange leben, ein paar Kills machen. Alter! Er springt hoch, Gegner trifft ihn. Nee! Was ist denn bei ihm los? Nein! What the fuck? Das war viel zu. Ach, Digga, genau da gibt's einen Ruckler, ne? Er gewinnt die Runde. 128 Punkte, erster Platz, 9 Kills. Und der beschissenste Emote, den es überhaupt gibt. So, Leute, wir gehen in die. Was? Wir gehen in die 7. Runde von Savage. Von anderen Leuten hier auch schon die 8. Runde. Das ist auf jeden Fall nice. Savage down! Und Red Rush, Alter, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Das ist Aya Baffo. 2 Kills jetzt. Der graue Pump? Kann ich überhaupt 153er Damage machen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Der, ich mache damit immer 40er Hits. Die goldene 3-Schuss-Salven-Sturmgewehr besser als die goldene Scar. Glaube ich nicht. Der hat den. Oh, guck mal. Habt ihr gesehen? Der zweite Shotgun-Schuss von Lecce. Der ging. Jetzt haltet euch fest. Daneben. First time. Der geht außen rum. Oh, oh. Ah, stark. Nächster Kill. 8 Spieler noch am Leben. Und sehr, sehr starker französischer Spieler. Alter, guckt euch an. Guckt es euch an. Der kriegt einfach wieder Schild. 171 Punkte. Oh mein Gott. TSM Crew einfach einen Headshot gedrückt. Oh, was ist denn los, Digga? Was geht denn bei Lecce? Letztes 1 gegen 1. 19 HP. 9 HP und das war's. Schade. Zu wenig.
Ärgerlich. Ärgerlich mit so wenig Leben, aber trotzdem 8 Kills. Das gibt so viele Punkte und wieder Zweiter. 13 Minuten können Sie noch anmelden. Lol, Benji, what the fuck? Ich dachte mir schon so, Alter, Lecce solid. 186 Punkte, ganz dick. Aber was ist das denn? Was ist denn 231? Ist der dumm oder was? Was macht der? 10 Kills erster. 5 Kills neunter. 9 Kills erster. Okay, 9. Runde von... Oh, wie low der ist. Ah, den hat er. 9. Runde von Lecce. Das geht noch... Er times perfekt. 6 Minuten geht das noch mit Delay. Oh, goldene. Die goldene Scar. Das ist das Turnier, das geht über 2. Digga, was war das? Da hat er geht noch keinen Bock drauf. Da kann man auch nichts machen, oder? Benji, momentan erster Platz. 240 Punkte, keine Ahnung wie. 244 Punkte. Das ist so krank. Ah, ein Schuss in die Knöchel. Alter. Er kann jederzeit von der Seite so einen derben Pump kriegen. Hat er noch Zeit, einen weiteren? Ja, das meine ich. Genau das meine ich. 3 Spieler noch. 2 Spieler noch. Oh. Jetzt kann er mir jetzt... Er kann die Raketen nicht abwehren. Aber der Gegner kann auch nicht nachladen. Der kann auch keine Raketen bringen. Weil er dauerhaft bauen muss. Keine Chance. Eierbaffo. Holt sich auf Wert. Verox trotzdem 164 Punkte und Eierbaffo 167. Keine Metz, das ist bitter. Das ist tatsächlich die allerletzte Runde. Lecce war noch drin. Holy shit. 215 Punkte. Seine 10. von 10 Runden. Es ist schon 20 nach. Der wurde doch schon Erster und Zweiter. Top 7. 222 Punkte. 6 Spieler noch. Oh mein Gott, das ist so clever. Das ist so geil. Fuck. Geht auch was rein. Er hat einfach die Tommy, die Unique Tommy. Ja, alles drin. Alles drin. Das war's. Das war's. 231 Punkte. Digga, er ist. Das geht doch. Das ist nicht möglich. Egal wie er, auf welchen Platz er hier kommt. Bester Spieler des Turniers für mich heute mit Abstand. Auch was er für Plays rausgehauen hat. Oh, die Rocket geht daneben. Nice. Er bleibt lange außerhalb. Nein! Ah, shit. Da wird er erwischt. Gut. Damit sind wir mit dem Tag 1 der Qualifier durch. Morgen gibt es genau exakt nochmal das gleiche. Punkte werden addiert, aber in der ersten Hälfte sieht das schon unfassbar gut aus. Ja, Benji, erster Platz, 250 Punkte, ganz crazy. Lecce 233. Vardil 201 Punkte, dritter. Also wenn die das halten würden, wenn das morgen so weiterstehen sollte, kriegt Lecce, also Benji 15.000, Lecce 10.000, Vardil 8.000. Waves Yannis, auch ein Deutscher, 177 Punkte. Platz 12 wäre $400. Lol. Das Ding dann ja ganz schnell. Gute Leistung von den Spielern, die wir angeschaut haben. Also aber heute mit ganz viel Abstand Spieler des Turniers, was wir gesehen haben, für Taktiken, für wer gebaut hat, die Edits, Late-Game-Verhalten und Aim auch. Ganz, 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 ganz starke Leistung von Lecce. Unfassbar nice. Wer dann morgen und heute zusammen krass gespielt hat, gibt's dann beim nächsten Mal 50.000 auf dem ersten und 35.000 auf dem zweiten. Und wer da krass spielt, ist im großen Finale $120.000 auf dem ersten, $95.000 auf dem zweiten und auf dem dritten $70.000. Das wird dann natürlich nochmal sehr schmecken. Okay, Leute, würde ich sagen, Meinung in die Kommentare. Nächstes Highlight-Video, wenn ihr das auf YouTube seht, ist dann auch direkt schon wieder unterwegs. Das nächste selber, das eigene Fortnite-Turnier, 5.000 € Preisgeld mit den besten deutschen Spielern im Duo. Ist auch geplant, also einfach abonnieren, nichts verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, tschüss.